Wenn die Hindernisse schweigen, kann das Herz einfach alles. Das ist nicht aus dem Pali-Kanon, das war eine von zwei inspirierten Äußerungen, die mir bei meinem letzten Retreat gekommen sind. Die andere lautet, kein Ärger ist je gerechtfertigt. Und das ist mir nicht auf Pali gekommen, sondern auf Deutsch. Aber wenn man es dann auf Pali übersetzt, dann klingt das irgendwie heiliger, beeindruckender. Und das Witzige war dann, dass das erste Dhamma-Gespräch nach meinem Retreat hat eine Teilnehmerin gefragt, ja, wenn das Herz ruhig wird, was mache ich dann damit? Ja, egal, das Herz kann dann alles. Die 32 Teile, die 4 Elemente, die 9 Leichen, die 5 Hindernisse verschwinden sehen und so weiter, die 4 Brahma-Viharas, egal was, es funktioniert alles, was wo man sich vorher unheimlich bemühen muss und immer üben muss. Und ja, wenn die Hindernisse schweigen, kann das Herz alles. Da braucht man nicht mehr üben, das geht dann einfach. Und was, ja, was macht man dann? Was möchte das Herz machen? Das Herz möchte sich dann solchen Dingen zuwenden, die dieses Schweigen der Hindernisse aufrechterhält oder fortsetzt oder die nicht so schnell wieder zurückkommen lässt. Und das sind genau die Übungen, die ich gerade genannt habe. Alles, was sich um das Thema von Samadhi dreht, nämlich loslassen. Es knüpft auch an den Vortrag von Ajahn Chattomolo von neulich, wo er gesagt hat, bei unserer Übung gehen wir nach innen. Und wo ist denn dieses Innen? Und dieses Innen, die Richtung nach innen, ist die Richtung zur Abwendung hin. Natürlich gleich das Paradox feststellen, ja, um zu wissen, in welche Richtung wir gehen, um die 5 Hindernisse zum Schweigen zu bringen, ja, müssen wir die 5 Hindernisse kennen, und das wiederum geht nur, wenn sie schweigen. Das ist immer das Problem. Wenn die Hindernisse nicht schweigen, dann sehen wir sie nicht oder können wir sie nicht so durchschauen und dann eben dadurch auch schlecht zum Schweigen bringen. Aber trotzdem, es gibt eine richtige Richtung nach innen, wenn wir beobachten, ob die Funktion von der Sammlung besser wird, zunimmt. Nämlich die Stille, das innere Wohlergehen, die Macht und Kraft des Geistes und die Klarheit. Wenn das zunimmt, dann sind wir auf der richtigen Spur. Also ihr werdet aus meiner Einleitung bereits entnehmen können, dass heute wieder mal ein Samadhi-Talk dran ist. Das ist in diesen heiligen Hallen nichts Ungewöhnliches. Das ist also zumindest bei Ajahn Chattomolo, würde ich mal sagen, so 80% und bei mir etwa 60% aller Vorträge zu diesem Thema. Aber heute soll es auch um das Thema Jhana gehen, Jhana-Talk. Und das kommt bei uns eher selten vor, dass wir mit dem Wort Jhana rumjonglieren. Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, in unserer Ordensregel, es gibt zwei Regeln im Vinaya, die uns dazu bringen, mit dem Wort Jhana etwas vorsichtig umzugehen und es daher auch nicht so gerne in den Mund nehmen. Es sind zwei Regeln, die sich mit den sogenannten Uttarimanusa Dhamma beschäftigen, mit den übermenschlichen Zuständen. Und da gehören die Jhanas dazu. Sozusagen als Label bezeichnet es einen übermenschlichen Zustand. Übermenschliche Zustände und überweltliche Zustände ist nicht dasselbe. Überweltliche Zustände, also Stromeintritt, Einmalwiederkehr, Nichtwiederkehr, Arahantschaft, sind auch übermenschliche Zustände, aber da zu den übermenschlichen Zuständen gehören auch weltliche Dinge dazu, wie zum Beispiel übersinnliche Kräfte oder eben die Jhanas. Aber auch die Bereitschaft oder die Vorliebe, in leeren Hütten zu wohnen, ist im Vinaya ja auch genannt. Also wenn jemand damit prahlt, dass er gerne in leeren Hütten wohnt, dann erzählt er was von seinen übermenschlichen Zuständen. Das scheint noch nichts Besonderes zu sein, aber in leeren Hütten zu wohnen, naja gut, auf Dauer ist das auch etwas, was über das Normale hinausgeht, was Menschen so gerne tun. Also, es gibt zwei Regeln. Die eine sagt, wenn ich irgendetwas behaupte, was nicht stimmt, wissentlich, also lüge über meine übermenschlichen Zustände, dann bin ich automatisch kein Mönch mehr. Das ist eins der Disqualifikationsvergehen. Also, wenn ich sagen würde, ich kann Wasser in Wein verwandeln, dann wäre ich automatisch kein Mönch mehr, weil ich das nicht kann. Umgekehrt wäre es möglich. Also, es gibt ja auch das Lied von Wolfgang Ambrus,
Mir geht es wie dem Jesus, doch habe ich nicht die Klasse, denn ich verwandle nur den Wein in Wasser, das ich lasse. Also das wäre jetzt kein übermenschlicher Zustand. Gibt einen mittelschweren Regelverstoß, wenn ich über meine übermenschlichen Fähigkeiten gegenüber Nichtordinierten rede, also Laien oder Novizen, einem Bhikkhu oder einer Bhikkhuni gegenüber, kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt gerne in leeren Hütten wohnen würde, könnte ich einer Bhikkhuni oder einem Bhikkhu das sagen. Also das ist der Grund, warum wir mit dem Wort Jhana etwas vorsichtig umgehen. Als ich ein junger Mönch war, gerade eine Regenklausur, da war mir das alles, diese Zusammenhänge noch nicht so ganz klar und ich wusste nicht, ob man jetzt über die übermenschlichen Zustände von anderen Mönchen reden darf. Und dann kam mal Ajahn Chandako, also nicht unser Chandako, sondern Ajahn Chandako zu Besuch und mit einem anderen Ordinierten und saßen in meiner Hütte und der fragte, ja, was hat denn Lungpo Tongdeng so drauf? Und ich sagte, Lungpo Tongdeng, fing also den Satz an. Und mitten im Satz fiel mir dann ein, dass der andere ja gar kein Bhikkhu war, sondern ein Novize. Und dann habe ich dann umgebogen, habe gesagt, Lungpo Tongdeng kann Sachen, die andere nicht können. Und dann fragte Ajahn Chandako, ach, kann er gute Besen binden? Aber ich glaube, es ist okay, dass man über die übermenschlichen Dinge anderer Mönche spricht. Der andere Grund, warum wir mit dem Wort Jhana etwas vorsichtig sind, ist diese ganz enorme Verwirrung, die mit dem Thema zusammenhängt. Und das soll jetzt auch so das Thema des heutigen Vortrags sein. Der Versuch, einige dieser Verwirrungen möglicherweise aufzulösen. Vorneweg mein Disclaimer, wenn ich jetzt über Jhana spreche am heutigen Tag, dann ist das in ganz allgemeiner Form und hat mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, ein Vortrag innerhalb der Regenklausur ist traditionell immer mit Meditation verbunden und vom Niveau her anspruchsvoller möglicherweise als die normalen Vorträge. Aber ich sehe, hier sind alles alte Hasen, also bin ich ganz froh, dass ich da jetzt mir keine Gedanken machen muss, über die Köpfe der Leute hinweg zu sprechen. Der heutige Vortrag ist auch einer in der Serie über Anguttara Nikaya, weil eine der Lehrreden, die ich vorbereitet habe, ist aus dem Achterbuch. Das wäre jetzt dann dran in dieser Serie. Vorstellung der Lehrreden aus dem Anguttara Nikaya, der angereihten Sammlung. Und es ist auch die Fortsetzung von dem Vortrag, wie die Sinne Sinn machen vom letzten Jahr von aus der Regenklausur, weil damals habe ich angekündigt, dass ich als Fortsetzung sozusagen nochmal über die Jhanas sprechen möchte. Es hat ein bisschen gedauert, aus dem einfachen Grund, dass eben die Regenklausur der passende Ort ist für solche Vorträge. Denn im letzten Jahr in dem Vortrag, wie die Sinne Sinn machen, habe ich Kritik an den zu teuer verkauften Jhanas geübt, die, wie ich inzwischen herausgefunden habe, in Vorstellungen aus dem Visuddhimagga, aus dem Kommentarwerk haben, wo also drin steht, dass Jhana die Sinne abschalten und dass der Körper verschwindet und all diese Dinge. Nur heutzutage liest ja fast keiner Visuddhimagga, aber diese Vorstellungen werden ja auch von anderen Meditationslehrern weitergetragen. Und diese alten kommentariellen Kamellen werden ja nicht dadurch besser, dass man sie mit modernen, zeitgemäßen, fruchtigen Gleichnissen verbrämt. Dieses Jahr soll es aber auch gegen die Verflachung in Sachen Vertiefung gehen. Und will anfangen mit einem kurzen Rückblick. Also anhand der Majjhima 119, Kaya Katha Sati Sutta, haben wir festgestellt, dass der Buddha sagt, in den ersten drei Jhanas verschwindet der Körper überhaupt nicht und in dem vierten verabschiedet er sich so langsam. In der vierten Vertiefung der Jhana hört der Atem auf. Allerdings habe ich auch gesagt, dass das im Erleben des Körpers ein völlig anderes wird. Aber es ist und bleibt das Hier des Erlebens. Also solange wir das Gefühl haben, hier zu sein, egal wie sich unser Körper anfühlt, also dieses Michelin-Männchen mit große Kugel, kleine Kugel und vier Würste dran, das ist weg. Schon bevor wir auch nur in die Nähe der Jhanas kommen, löst sich auf in feinere, subtilere Empfindungen, aber es ist immer noch das Hier unseres Erlebens und das ist der Körper. Der Geistsinn von den fünf äußeren Sinnen entbunden,
Das ist der Zustand in den formlosen Bereichen, Arupa, von dem Erleben der Raumunendlichkeit aufwärts. Und diese Zustände werden auch Ananja oder Ananja Samadhi genannt, unstörbare Sammlung, weil da die Sinne dann mit außen nichts mehr zu tun haben. Da stört ein nichts mehr von außen. Und dann noch eine Stufe drüber in dem Sanya Vedayeta Nirodha oder Nirodha Samapatti oder Aufhören von Wahrnehmung und Gefühl, was allerdings kein reiner Samadhi-Zustand mehr ist, sondern da gehört eben ein Durchbruch in Sachen Weisheit noch dazu. Da werden die sechs Sinne als gereinigt bezeichnet. Auch dort werden sie nicht als abgeschaltet oder sonst irgendwas abgeschnitten bezeichnet, sondern als gereinigt. Das sage ich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Was aufhört in den Jhanas, im ersten Jhana bereits, ist Karma. Die Sinnlichkeit, die Sinneslust, das Sinnesverlangen, Sinneswünschen, wie immer es auch übersetzt wird. Wir haben im Deutschen das Problem, dass zwischen Indriya, die Sinnesfähigkeit, und eben Karma, diese Sinnlichkeit, immer das Wort Sinn verwendet wird. Es gibt keine zwei verschiedenen Wörter und das Wort Sinn im Pali taucht gar nicht auf. Das heißt Karma, Wünschen, oder Indriya, Fähigkeit. Und dass wir da so dieses Wort Sinn davor kleben müssen und dass dadurch beide Sachen irgendwie in einen Topf geraten, liegt natürlich darin, dass jede Sprache auf ihrem kulturellen Hintergrund wurzelt und in einem christlichen Abendland ist Samadhi seit 800 Jahren kein Thema mehr. Und da ist Sinneserleben immer automatisch das sinnliche Karma-Erleben, wo die Sinne hin und her springen, wo wir zwischen Gut und Böse oder Gut und Schlecht und haben wollen, nicht haben wollen, hier und dort und jetzt was Neues, ständig unterwegs sind. Diese Betätigung der Sinnesfähigkeiten hört auf. Ich habe auch zum Abschluss des letzten Vortrags gesagt, dass die Gefahr des Überschätzens von Jhana oder Falscheinschätzens von Jhana dazu führt, dass wir unseren eigenen Fortschritt verkennen. Das heißt, wir sind vielleicht schon ganz gut unterwegs, aber haben die Vorstellung, jetzt müsste eigentlich langsam der Körper verschwinden oder der Atem müsste schön werden oder jetzt müsste bald ein blauer Punkt auftauchen oder irgendwie solche Vorstellungen, wie sie halt herumgereicht und gehandelt werden. Und es ist nicht der Fall. Und wir verfolgen die Spur nicht weiter, obwohl sie eigentlich korrekt ist. Das ist die Gefahr beim Überschätzen der Jhanas oder dem Unterschätzen der eigenen Praxis. Den Sprung zwischen dieser Karma-Welt, zwischen dieser Wunsch-Sinneslust-Welt, also Sinneslust klingt halt auch irgendwie ein bisschen blöd, weil da denkt man dann immer gleich an Sex, aber Karma bezieht sich auf alles, was uns mit dem Augenblick nicht zufrieden sein lässt. Man könnte Karma wunderbar mit Neugier übersetzen. Ständig was Neues haben wollen. Und von dieser Betätigung der Sinne zu der Arupa, zu dem unstörbaren Samadhi, der Sprung ist sehr groß. Gelingt manchen Leuten, aber es kommt eher selten vor. Also die Gefahr des Überschätzens von Jhana kommt seltener vor, obwohl es sehr viele Fans von Ajahn Brahm ja auch gibt. Aber es ist, denke ich, im Allgemeinen weniger gefährlich als das Banalisieren oder Runterverdummen dessen, was Jhanas ist. Und das ist jetzt eigentlich der Hauptpunkt des heutigen Vortrags. Bevor ich aber da jetzt einsteige, möchte ich noch was nachreichen. Und zwar nicht aus den Suttas, sondern aus dem Vinaya, aus den Erklärungen zu dieser vierten disqualifizierenden Regel, Parajika nennen die sich. Also wenn man irgendwie lügt über das, was man drauf hat und sich automatisch selber disqualifiziert, da gab es so ein paar Stories, die das dann erläutern und erklären, ist das jetzt ein Verstoß oder ist das kein Regelverstoß. Da richtete sich nun der ehrwürdige Maha Moggallana an die Bhikkhus. Freunde, da habe ich am Ufer des Flusses Sappinika die unstörbare Sammlung erlangt und hörte den Lärm der nach dem Bade trompetend herauskommenden Elefanten. Die Bhikkhus ereiferten sich, beschwerten sich und zürnten. Wie kann der ehrwürdige Maha Moggallana nur so reden? Da habe ich die unstörbare Sammlung erlangt und hörte den Lärm der Elefanten. Der ehrwürdige Maha Moggallana behauptet fälschlicherweise einen übermenschlichen Zustand.
Sie berichteten dem Erhabenen diese Angelegenheit. Der Erhabene sagte, Ihr Bhikkhus, es gibt diese Sammlung auch in unreiner Form. Moggallana hat die Wahrheit gesprochen. Ihr Bhikkhus, Moggallana hat keinen Regelverstoß begangen. Also wenn man das ganze Kapitel liest, weil da sind noch mehr Geschichten mit Moggallana und jedes Mal ist er unschuldig, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der Erhabene den da so protegiert hat. Ist aber natürlich nicht so, denn Moggallana war nun einer, der die Jhanas und die Formlosigkeiten als einer der Besten beherrscht hat. Und was wir daraus lernen, ist, sogar einer wie er kriegt das nicht immer hundertprozentig hin. Und dass es wohl so einen Übergangsbereich gibt. Die unstörbare Sammlung ist ja Formlosigkeit, wo man eigentlich nichts mehr hört. Und er sagt, er hat da was gehört. Und der Buddha sagt, okay, es gibt eben auch eine fehlerhafte Form der unstörbaren Sammlung, die noch nicht so hundertprozentig geklappt hat. Also und wenn selbst da noch Elefanten zu hören sind, dann ist es natürlich klar, dass man weiter drunter, also in den Jhanas, auch noch was hören kann. Die Frage ist natürlich nur, ob man auch etwas hören will. Ja, was heißt überhaupt Jhana? Ich habe mal ins Wörterbuch geguckt, das kommt von der Wurzel Jha, meditieren. Da steckt auch ganz ursprünglich das Wort Schauen drin, also die Übersetzung der altvorderen Schauungen, die vier Schauungen, ist nicht so völlig daneben, aber hat natürlich den einen Nachteil, dass man es leicht verwechseln kann mit Jnana Dasana, mit Wissen und Schauung, also dem Erkennen. Von daher wäre eine andere Übersetzung sinnvoller. Ja, aber welche? Versenkungsstufen? Ja, Vertiefung? Gefällt mir jetzt noch so am wenigsten schlecht. Absorption. John Jeff schlägt vor Absorption, hat auch seinen Grund in seinem System, aber hat auch gewisse Nachteile, weil so richtig zutreffend, wenn man den Begriff sehr eng fasst, ist es nur ab zweite Jhana aufwärts und wenn man es etwas weiter fasst, ist es wieder sehr nichtssagend. Ja, Meditation bedeutet laut Wörterbuch, also zu sagen, erste, zweite, dritte, vierte Meditation, das ist auch irgendwie... Ja, weil eigentlich ist ja alles Meditation. Also das ist ein kleines Problem beim Übersetzen. Das Verb dazu, Jayati, meditieren versus Jhana praktizieren. Ja, Jhana praktizieren würde dann bedeuten, Meditation praktizieren. Also es dreht sich im Kreis, beißt sich die Katze in den Schwanz. Jayita Bhikkhave, meditiert ihr Bhikkhus, damit ihr es später nicht bereut. Oder praktiziert Jhanas ihr Bhikkhus, damit ihr es später nicht bereut. Der Buddha hat die richtige Sammlung, Samma Samadhi, definiert als die vier Jhanas plus richtige Ansicht, also unter der Führung richtige Ansicht. Aber jetzt dummerweise gibt es in den Suttas auch falsche Jhanas. Gibt es eine Lehre, die 108. in der mittleren Sammlung, Gopaka Moggallana Sutta, wo dieser Gopaka Moggallana zum ehrwürdigen Ananda sagt, der Erhabene hat jede Art von Jhana gepriesen. Dann sagt der Ananda, nein, das stimmt nicht. Der Erhabene hat nicht jede Art von Jhana gepriesen. Also in meiner Übersetzung steht Meditation, was den springenden Punkt irgendwie nicht so ganz rauskitzelt. Aber natürlich stimmt in dem Fall Meditation besser, weil es allgemeiner ist. Also die falsche Meditation, das falsche Jhana ist das, wenn man in seinem Herzen die fünf Hindernisse trägt und dann in diesem Zustand meditiert, Jayati oder Jhana praktiziert, also da ist wieder diese Zweideutigkeit da. Und dann kommt das gleiche Wort dreimal mit verschiedenen Vorsilben, die dann so etwas ja abwertend klingen. Also vor allem ni Jayati, so herab meditiert, pa Jayati, vorwärts meditiert, apa Jayati, wieder rückwärts meditiert. Also auf jeden Fall eine Bewegung dabei, die eigentlich dem Charakter von Jhana, nämlich dieser Stille, widerspricht. Und man könnte sagen, also im Banne der Hindernisse meditiert man vorwärts und rückwärts hin und her, kreuz und quer. Das ist das falsche Jhana. In meiner Übersetzung habe ich irgendwas von Grübeln und Sinnen geschrieben, was also auch mir jetzt nicht mehr so ganz toll gefällt, aber ich kann so ein Buch wie die mittlere Sammlung nicht jedes Jahr neu schreiben mit meinen neuesten Erkenntnissen. Das ist halt das Problem. Aber wenn ihr also dieses Buch lest und dann diese Vorträge dazu hört, seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ajahn Jeff hat versucht, das Problem zu lösen, indem er für Jhana Absorption nimmt.
Und dann also in die Hindernisse absorbiert, resorbiert man, absorbiert man, adsorbiert man und supersorbiert man. Aber das löst das Problem auch nicht so richtig, denn ja, was bedeutet dann Absorption? Also wenn man in die Hindernisse absorbiert sein kann, dann ist das Wort Absorption wieder völlig bedeutungslos für die vier Jhanas. Na, wenn ich also in die Hindernisse absorbiert bin, bedeutet das nicht Einswerdung, wie im zweiten Jhana aufwärts, komme ich gleich noch dazu, sondern es bedeutet einfach, ja, dass halt ich voller Hindernisse bin. Aber das ist ja genau das Gegenteil von den Jhanas. Denn die Jhanas, die richtigen Jhanas, die als Bestandteil der richtigen Sammlung sind, sind so definiert: Freiheit von Hindernissen und Anwesenheit der Jhana-Faktoren. Das reicht eigentlich aus als Definition. Also es gibt XY-Jhana und auf der anderen Seite Sama-Samadhi-Jhana, also die Jhana der richtigen Sammlung im Vergleich zu irgendwelchen anderen Jhanas. Also was natürlich dann auf der anderen Seite eine Rechtfertigung auch für andere Leute sein kann, den Begriff Jhana für das anzuwenden, was sie machen. Auch wenn das nicht dem entspricht, was der Buddha nun damit im Sinn hatte. Ich weiß noch, Ayakema hat die Jhanas erklärt. Erste Jhana ist Piti, Verzückung. Zweite Jhana ist Glückseligkeit. Dritte Jhana ist Zufriedenheit. Vierte Jhana ist Frieden. Und ja gut, das ist nicht verkehrt. Aber diese Vereinfachung des Dhamma, die für den Einstieg genial war. Also Ayakema, ich war ja selber ihr Schüler, die hatte wirklich eine Art, Dhamma vielen Leuten nahezubringen, da einen guten Einstieg zu kriegen. Aber es hat auch enorme Vorteile, wenn es darum geht, mal ein bisschen präziser zu werden. Und das muss man eben bei den Jhanas sein. Denn Zufriedenheit, dritte Jhana, gut, das muss ich eigentlich schon haben, bevor ich überhaupt Jhana habe, sonst komme ich da gar nicht hin. Wenn ich unzufrieden bin, ist Jhana völlig außer Reichweite. Im Verlauf dieses Talks werde ich verschiedene kritische Äußerungen bringen zu den verflachten Vertiefungen, die mir wahrscheinlich Schelte einbringen werden, aber macht mir jetzt nicht so viel aus. Ich habe neulich per Zufall, weil ich nicht so viel im Internet unterwegs bin, gesehen, dass es sogar eine Metico-Kritikseite gibt, also die nur dazu da ist, an dem, was ich so sage, in den Talks Kritik zu üben. Aber ich habe auch überlegt, eigentlich Lob und Tadel, das kommt ja auch immer darauf an, von welcher Seite es kommt. Also von Toren getadelt zu werden, ist ja eigentlich ein Lob. Tanchandako hat mir neulich erzählt, dass mal ein Bhikkhu stundenlang über mich hergezogen ist und Kritik an mir geübt hat. Und da habe ich mich also richtig gut dabei, richtig geschmeichelt gefühlt, weil ich dann in einem Boot mit Longpo Tongdeng war, weil der nämlich, dieser Bhikkhu, auch über Longpo Tongdeng hergezogen ist. Er hat inzwischen auch entrobt, also nicht Longpo Tongdeng, sondern dieser Bhikkhu. Gut, die Hindernisse müssen schweigen, damit es Jhana ist. Abgeschieden von den Sinnesdingen, Sinneslust, Sinnesrumspringen und Wünschensdingen, also Karma, abgeschieden von unheilsamen oder ungeschickten Zuständen und die Anwesenheit der Jhana-Faktoren. Das ist Bedingung für Jhana, ohne das nicht. Die Jhana-Faktoren alle für sich genommen sind jetzt aber auch noch nicht ausreichend, genauso wie die Erklärung Glückseligkeit oder Verzückung oder Zufriedenheit oder Frieden. Das alleine reicht nicht aus, um Jhana zu qualifizieren. Also fangen wir mal an. Erste Jhana besteht aus Vitaka, Vichara, Piti, Sukha und Ekaggata. Vitaka, Vichara wird immer als Denken und Nachdenken übersetzt. Oder Ajahn Jeff hat Directed Thought and Evaluation. Und ich habe, wenn es sich um einen Zusammenhang außerhalb von Jhana handelt, auch Denken. Und im Zusammenhang mit Jhana habe ich anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt. Tja, es gibt Leute, die sagen, es ist nicht besonders schön, wenn man bestimmte Begriffe mal so und mal so übersetzt. Und dem stimme ich auch zu. Und es wäre mir als Übersetzer auch lieber, wenn der Buddha ein Wort verwendet, dass ich dann jedes Mal ein entsprechendes deutsches Wort verwenden kann. Es lässt sich nicht immer so durchhalten, weil einfach die Sprachen unterschiedlich sind und auf unterschiedlichem Hintergrund gewachsen sind. Genauso wie mit dem Karma und Indriya, dass wir da schlecht unterscheiden können in der deutschen Sprache,
ist es auch mit Denken. In unserem westlichen Sprachgebrauch ist Denken immer sinnliches Denken, also über Karma, Karma-Vitaka, automatisch. Warum? Weil wir nichts anderes kennen in unserer Kultur. Von den Wortwurzeln her, Vitaka bedeutet so viel wie anschlagen oder in Rotation versetzen. Und das Wort Vichara bedeutet so viel wie mitschwingen. Also das ist die Aktivität des Geistes, die damit gemeint ist. Was mir lange Zeit nicht klar war, weil ich eben auch von diesem Denken ausging, von dem normalen Denken, also was halt so hin und her springt, im Banne der Hindernisse, getrieben, angepeitscht von Sinnesbegierde, von Abneigung, von Trägheit, von Rastlosigkeit, von Zweifel. Diese Form von Denken ist natürlich zu überwinden, aber nicht das Denken, also die Hinwendung des Geistes ist zu überwinden, sondern die fünf Hindernisse, die dieses Denken anpeitschen, ist zu überwinden, um in Jhana zu kommen. Und bei, ich glaube, Tanpo Li war das, wo ich es zum ersten Mal gelesen habe, dass man dieses Vitaka Vichara eigentlich sogar entwickeln muss, ausprägen muss, um Jhana praktizieren zu können. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem von Ajahn Jeff, Directed Thought and Evaluation, also in seinem zweitneuesten Buch, der schreibt ja so viel, da kommt man gar nicht mit, ist er auf das Dilemma gestoßen, dass der Buddha an einigen Stellen im Kanon davon spricht, dass es auch Jhana gibt, wo Vitaka aufgehört hat und noch ein kleines bisschen Vichara vorhanden ist. Weil Directed Thought and Evaluation versteht Vitaka Vichara als zwei Aspekte derselben Sache, mehr oder weniger. Während, so wie ich es sage, anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes, es ist ein zeitlicher Ablauf. Vitaka. Vichara. Wenn die Sammlung tiefer wird und ich genauer hinhöre, brauche ich kein Vitaka mehr. Je genauer ich hinhöre, desto länger kann das Vichara nachklingen. Also wenn ich das so verstehe, Vitaka ist das Hingehen zum Objekt, der Gedanke oder was auch immer. Das Vichara ist das Dranbleiben. Dann wird auch klar, warum wir in der Sammlung diese Fähigkeit, diesen Jhana-Faktor entwickeln müssen und nicht so schnell wie möglich loswerden müssen. Wenn man darunter nur dieses wüste, wirre Denken versteht, dann ist klar, das sollen wir so schnell wie möglich überwinden. Aber wenn wir die Fähigkeit des Geistes, zu einem Objekt zu gehen, darunter verstehen, dann ist auch klar, dass wir das erstmal entwickeln müssen für die Meditation. Vitaka Vichara ohne die fünf Hindernisse ist unter Kontrolle von Jhana. Vitaka Vichara unter der Kontrolle der fünf Hindernisse ist ohne Jhana. Aber wir haben ja noch andere Faktoren in Jhanas, nämlich eben die Verzückung, Piti Sukha, dieses angenehme Erleben, Ekakata, wo ich noch drauf komme. Das sind ja Dinge, die auch eine Rolle spielen. Und wenn ich also unter dem Erlebnis, unter diesem Eindruck von einem unglaublichen körperlichen und geistigen Wohl stehe, an was denke ich denn dann? Ans Meditationsobjekt natürlich, an das, was mir hilft, diesen Zustand beizubehalten. Ich würde natürlich nicht an irgendetwas denken, was diesen Zustand wieder zerstört, das heißt an irgendwas. Weder nach Samyutta, 11. Lehrrede, im ersten Jhana hat das Reden aufgehört. Wie ihr alle wisst, Vitaka Vichara ist die Gestaltung oder die Bedingung für das Reden. Das ist nicht das Reden selber. Das Reden hat aufgehört, aber die Bedingung dafür gibt's noch. Und ich denke, das gilt auch für das innere Geplapper. Das heißt, die Bedingung ist noch da, dieses Hinwenden, diese Bewegung zwischen dem Macher und seinem Objekt. Aber das Geplapper, das innere Geplapper ist weg. Von daher können wir auch leicht verstehen, je weniger wir reden, desto leichter erlangen wir die Jhanas. Mit Piti Sukha, behandelt die jetzt mal zunächst zusammen, verhält es sich genauso wie mit Vitaka Vichara, die gibt's auch ohne Jhana. Man kann Verzückung auch ohne Jhana erlangen aus irgendeinem anderen Grund. Meistens allerdings dann, wenn wir mit dem Augenblick sehr einverstanden sind. Wenn wir irgendetwas Schönes erleben, noch im Bereich der Sinneswelt, aber uns fehlt nichts, wir sind zufrieden mit dem, wie es ist, dann kann Piti Sukha auch so aufsteigen. Allerdings in den Jhanas natürlich in einer ganz anderen Ebene.
Pitti-Sukha ist das, was das Vitaka-Vichara wieder nach innen lenkt. Ich möchte euch mal zu Pitti eine Geschichte erzählen. Da war ich in Daudam an der burmesischen Grenze, so 30 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt, keine Straße, mit einer Gruppe aus Wat Pananachat. Und da kamen dann hin und wieder Leute mit Allradfahrzeugen hingefahren und haben was zu essen offeriert. Einmal kam eine Frau und wollte mit dem Ajahn sprechen nach der Mahlzeit. Und nachdem also wir mit einer Frau nicht alleine sitzen können, bat dieser mich dabei zu sein. Von daher kenne ich die Geschichte. Und die sagte, ja, ich habe also das vierte Jhana erlangt und wie soll ich jetzt weitermachen? Und Ajahn wusste nicht so recht, was er jetzt darauf sagen soll. Und hat dann erstmal so ein bisschen nachgefragt, ja, woher weißt du, dass das vierte Jhana ist? Ja, weil ich habe Upekha-Pitti. Und dann haben wir gesagt, ja, Moment mal, also im vierten Jhana gibt es kein Pitti mehr. Doch, doch, Upekha-Pitti gibt's. Upekha ist Gleichmut, aber das ist der in der vierten Vertiefung dominante Faktor, aber gibt's also auch in der dritten Vertiefung ist Upekha richtig und davor auch schon. Also das heißt nun auch nicht viel, aber das war eben dann wieder so ein, ja, so ein angelerntes Schubladendenken. Und dann habe ich mal genau hingehört und dann hörte ich, dass sie gar nicht Upekha sagte, sondern Upekha. Das ist die Thai-Aussprache von Obega und das andere ist Upekha. Die zwei klingen sehr ähnlich. Upekha heißt Gleichmut und Obega heißt Aufwallen. Das ist ein Begriff aus dem Visuddhimagga wieder, das aufwallende Pitti. Da gibt es also eine Klassifikation von verschiedenen Arten von Pitti, das hochfliegende und das herabschauernde und das aufwallende Pitti. Also sie sagt, er hat also dieses Upekha-Pitti und das ist vierte Jhana, hat ihr Lehrer gesagt. Und ja, der Ajahn wusste dann nicht so recht, was er da sagen soll. Er sagte, naja, dann versuch halt mal länger zu sitzen. Nein, das geht nicht, weil nach 30 Minuten tut alles weh. Außerdem verfliegt dann das Pitti und dann musst du das erst wieder neu einladen. Ja, wie machst du denn das? Ja, so. Fünf Minuten lang auf die Schenkel klopfen. Ihr könnt es mal ausprobieren. Also wenn ihr das so fünf Minuten lang macht und setzt euch dann still hin, dann pitzelt's im ganzen Körper. Aber das ist nicht das, was mit Pitti gemeint ist. Auch wenn's pitzelt und brummt. Echtes Pitti zieht. Das zieht einen nach innen. Ganz am Anfang meiner Mönchslaufbahn war ich mal eingeladen in einem Stadtzentrum, Meditationszentrum, und da sagte mir die Leiterin, dass sie, bevor sie shopping geht, macht sie immer dritte Jhana, weil das ist Zufriedenheit und dann kauft sie nicht so viel. Und ich dachte, also wenn wir von dem Gleichen reden, also dritte Jhana, da gehst du überhaupt nicht mehr shopping. Ist das völlig uninteressant geworden. Naja, Aya hat immer gesagt, dritte Jhana ist Zufriedenheit, weniger einkaufen. Also ich möchte jetzt schon mal vorweg schicken, dass Lehrer wie Aya Khema und Ajahn Brahm unglaubliche Verdienste darin haben, dass sie Jhana wieder zur Tagesordnung gemacht haben nach Jahrhunderten der Dürre, wo Jhana auf einem hohen Podest war, etwas Heiliges, etwas Unerreichbares, und die das dann wieder ja in Reichweite gebracht haben. Das ist wirklich extrem verdienstvoll. Denn schließlich, ohne Jhana ist, haben wir keinen achtfachen Pfad, sondern höchstens einen siebenfachen. Aber, also da muss ich jetzt, nachdem ich Aya Khema so oft schon gelobt habe, jetzt auch mal ein paar kritische Anmerkungen machen. Sie hat zwei große Fehler gemacht, nämlich einmal dieses Mundwässrig machen mit den Jhanas. Ich kann mich erinnern, da waren so Samstagnachmittags Vorträge für Einsteiger und Leute, die mal reinschmecken wollten. Und jedes Mal waren Leute, die haben noch nie was von Meditation gehört. Haben sie erstmal erzählt bekommen, wie toll die Jhanas sind und das ohne das geht's gar nicht. Und das ist das Marktplatzdenken, das müssen wir überwinden und dann in das Glück der Jhanas eintauchen. Das war das eine. Das andere, die Bestätigung bei den Interviews. Was? Pitti? Erste Jhana. Zufrieden? Dritte Jhana. Und wenn jemand viermal die richtigen Antworten gibt für alle vier Jhanas und es auch noch gut erklären kann, kommt die Autorisierung als Lehrer. Ernennung ist jetzt ein Phänomen, das ist nicht auf Aya Khema beschränkt, das gibt es in anderen Meditationssystemen auch. Alles, was so mit Interviews abläuft oder mit irgendwelchen Stufen, die man abhaken kann,
die 16 Einsichtsstufen aus dem Visuddhimagga zum Beispiel, die in manchen Meditationssystemen dran sind, oder irgendwelche Dinge, die man sehen muss, Kalapas oder sonst irgendwas, irgendwelche Erreichungszustände, werden dann zum Objekt der Begierde. Und Begierde ist tödlich für den spirituellen Weg. Es geht darum, das Thema von Samadhi ist loslassen, nicht irgendwas neu dazu bekommen wollen, irgendwelche Sternchen, die wir uns dran kleben können. Eine Handelsware, ein eingetragenes Warenzeichen. Und streiten sich die Anhänger von Goenka, wir machen richtiges Vipassana mit den Anhängern von Ajahn Thong. Nein, nein, unser Vipassana ist das Richtige. Und mit Jhanas genauso. Diese Gefahr ist natürlich nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer. Wer teure Jhanas verkauft, da ist so dieser Wunsch zur Abhebung da, ne? Ich lehre etwas, was keiner von euch nachvollziehen kann, aber ihr geht ja alle davon aus, dass ich das kann. Billige Jhanas, ja, das ist der Wunsch, mitreden zu können oder mitmachen zu wollen. Und meine Schüler, mein Marktwert als Lehrer, meine Schüler haben spätestens im zweiten Kurs die Jhanas erreicht. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das sind echte, reale Beispiele. Ich habe mal eine Retreat-Ankündigung gelesen. In der ersten Woche machen wir die Jhanas, in der zweiten Woche erforschen wir die formlosen Vertiefungen und zum Schluss machen wir alle den Stromeintritt. Ich erzähle euch jetzt keinen Quatsch. Damals war ich noch Laie und der ehrwürdige Jnana Bodhi war damals, glaube ich, noch Vize. Da habe ich mit ihm drüber geredet und er hat gesagt, naja, es geht schon ein bisschen weit. Ekakata, das ist ein schwieriges Wort. Es besteht aus Eka 1, Aga bedeutet Gipfel oder Versammlung und Ta heißt Heid. Die englische Übersetzung One-Pointedness ist aus zwei Gründen nicht besonders gut geeignet, weil zum einen ein Punkt hat keine Dimension und die Vorstellung, dass irgendwie die Wahrnehmung dann auf einen Punkt reduziert sein müsste, ist verkehrt. Zweitens, point to point heißt deuten und pointing ist spätestens in der zweiten Jhana weg. Gibt's kein Pointing mehr. Ich habe Einspitzigkeit, da ist das nicht so pointiert, aber auch nicht so ganz ideal, aber mir fällt auch nichts Besseres ein, muss ich sagen. Eingipfeligkeit macht es nicht viel besser. Aga, das Wort, zum Beispiel, wir haben bei unserer Patimokkha-Rezitation sprechen wir immer von Uposatthaka, der Versammlungsort oder die Versammlung für die Patimokkha-Rezitation. Im Deutschen wie auch im Englischen wird das Wort Summit auch für, oder Gipfel auch für Versammlungen verwendet, ne? Der Gipfel der G9, oder wie viel sind es, Nationen? Gipfel ist die Versammlung. Wenn wir das Wort Sammlung nicht schon für Samadhi reserviert hätten, dann wäre eigentlich Sammlung oder Einsammlung, Einsammlungsheit nicht schlecht für Ekakata. Aber ich denke, es wird klar, worum es geht. Es geht darum, ein hoher Ort, ein Ort, wo sich der Geist sammelt, keine Bewegung mehr stattfindet und bei der Sache bleiben. Dieses Wort findet in den Suttas gelegentlich auch außerhalb der Jhanas Verwendung, zum Beispiel wie alle anderen Jhana-Faktoren auch. Also wenn man die für sich nimmt, heißt das noch nicht Jhana, sondern die müssen eben zusammenkommen und eben dieses Abgeschiedensein von den Karma und unheilsamen Dingen muss dazukommen. Im Anguttara Fünferbuch, 151. Lehrrede, wird gesagt, um eben Fortschritt auf dem Dhamma zu erlangen, muss man mit einem Ekagacitta Dhamma hören oder als jemand mit einem Ekagacitta, mit einem Herzen, das auf einem Gipfel ist, zuhören, einspitzig zuhören können. Falls ihr dies jetzt in der Übersetzung vom ehrwürdigen Jnana Tiloka nachlesen wollt, muss ich euch leider enttäuschen, da ist das völlig untergegangen. Da hat er dann auch noch drin rumgekürzt, also es ist leider, da müsst ihr im Pali nachgucken. Das erklärt vielleicht, warum diese Trance-Meditationen so beliebt sind, wo also der Lehrer sagt, jetzt beachtet mal euren Atem und dann gibt er einen Dhamma-Vortrag. Gibt es in verschiedenen, auch in Thailand ist das bei einigen Lehrern sehr populär. Wir hatten das ja hier auch schon ein paar Mal. Ich persönlich stehe nicht so drauf, weil also versuche ich meinen Geist zu stillen, indem ich auf den Atem achte und dann labert einer die ganze Zeit. Aber natürlich die Idee ist, dass man den Geist stillt und dann frei von Hindernissen genau zuhört.
Meine Vorliebe geht eher dahin, erst den Geist still zu machen in der Meditation und wenn er dann schön ruhig ist, anschließend den Dhamma-Vortrag zu hören. Aber das ist genau der Zustand, wie zum Beispiel in Majjhima 56, Upali Sutta, wo der Buddha eben wusste, der Haushälter Upali ist jetzt frei von den Hindernissen, lehrt ihn die vier edlen Wahrheiten und zack, Stromeintritt. Das ist also der Zustand, in dem man Dhamma verwirklichen kann. Indem man zuhört und nichts anderes macht. Nicht drüber nachdenkt, was der jetzt gerade redet, sondern einfach genau zuhört. Dennoch bin ich der Meinung, dass man im Jhana, ersten Jhana, eigentlich keinen Dhamma-Vortrag hören kann. Neulich ging ein gewisser Bhikkhu in den Wald, hat sich an einen Forellenteich gesetzt und dort meditiert und die Hindernisse fingen an zu schweigen. Es wurde sehr angenehm und friedvoll und plötzlich kam so wie so ein Wirbelsturm Dinge von außen, Menschen, Erwachsene, Kinder, Hunde und wirbelten so um diesen meditierenden Bhikkhu herum. Die redeten irgendetwas, aber der Bhikkhu hat nichts gehört. Also da waren nur Geräusche, die kamen und gingen und die anschwollen und wieder leiser wurden. Aber der Sinn der Worte drang nicht in seinen Lebenshorizont. Es war einfach Piti Sukha, was also die Aufmerksamkeit nicht hat nach außen wandern lassen. Bis auf einen Satz. Da war wohl ein Kind ganz nah an dem Ohr des Bhikkhu. Dachte, warum macht denn der das? Und das brachte den Geist so fast etwas an den Rand dieses Versammlungsorts. Aber Piti Sukha hatte ihn dann wieder zurückgezogen. Und dann war das weg. Das war wie so ein, also dieser Bhikkhu hat das erlebt wie ein Hurricane, der da so rumwirbelt und in der Mitte ist das Auge des Zyklons so ganz still. Und dann war das wieder weg und dann plötzlich ein krachendes Geräusch und dann so ein ganz leichtes Aufflackern von signalisiert Gefahr, aber Piti Sukha hat gesagt, das interessiert mich jetzt nicht und hat den Geist einfach in diesem Versammlungsort gehalten. Und dann, als die Meditation zu Ende war und der Bhikkhu sich umgeschaut hat, lag da ein Baum umgefallen, zum Glück quer in Querrichtung. Das hat den Bhikkhu dann an den Cartoon erinnert. Komisch, mir war so, als hätte sich was bewegt. So ein Meditationscartoon. Wenn in der Meditation die Frage auftauchen sollte, ist das hier erste Jhana? Dann ist die sichere Antwort darauf, nein. Und zwar aus dem einen Grund, weil allein der Zweifel oder die Unruhe, die diese Frage hochbringt in dem Moment, er schon nicht mehr kompatibel ist damit. Sammlung ist ein gradueller Fortschritt. Es wird immer stiller, immer ruhiger, immer einspitziger, aber dennoch, der Übergang von Karma, dieser Wunsch- und Vielfaltswelt zum ersten Jhana ist ein Quantensprung. Es ist ein Sprung. Der Wünscher stirbt in dem Moment. Es ist eine ganz andere Welt, die da betreten wird. Selbst wenn die Hindernisse schon schweigen, es sind da noch zwei, ja, es sind eigentlich mehr, aber zwei Dinge, die im Weg stehen. Das eine ist Champitatta, diese Erschrockenheit, die, wie wir neulich erfahren haben, daran liegt, dass man an Mara glaubt, das nicht gut mit sich meint. Und das andere ist Ubilla, das ist diese freudige Erregung. Das ist wahrscheinlich, wenn man nicht an Mara glaubt oder weiß ich nicht. Also das sind jedenfalls subtile Hindernisse, die auftauchen können, die einen eben ja vor diesem Quantensprung abhalten. Da kann ich nur eins dazu raten, einfach versuchen, gelassen damit umzugehen und immer wieder die Dinge kennenzulernen. Wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen. Wir haben Aversion gegen das, vor dem wir Angst haben. Also kennenlernen. Der Wünscher stirbt, aber der Macher ist noch da, nämlich der Bademeister. Habe ich in dem letzten Vortrag die Gleichnisse ja vorgetragen. Also da ist ja Feuchtigkeit, Wasser als Gleichnis für dieses Piti Sukha, für dieses Wohl, für dieses Wohlergehen in den Jhanas. Und in dem ersten Jhana ist das Gleichnis von dem Bademeister, der so eine Seifenkugel knetet und der muss also immer was machen, damit es nicht raustropft. Der ist also beschäftigt. Das ist Vitakka Vichara. Das ist dieses Anschlagen und Dranbleiben zum Meditationsobjekt. Ayakima hat gelehrt, dass
das Erreichen des ersten Jhanas so eine Art Schlüssel ist, was es dann leichter macht, die anderen Jhanas, die höheren Jhanas oder tieferen Jhanas, je nachdem wie man will, zu erlangen. Und meine Meinung dazu ist, da ist was dran, ja und nein. Es ist auf jeden Fall korrekt, dass es von Vorteil ist, diesen Paradigmawechsel zu kennen, dass also dieses, wenn ein Teil dessen, was ich meine zu sein, wegstirbt, dass es trotzdem weitergeht und sogar noch besser wird. Das zu kennen, dass das Loslassen von dem Vertrauten nur zu etwas Besserem führen kann. Dieser Wechsel als Grundprinzip, das zu kennen, macht es auf jeden Fall leichter, ist richtig. Aber der Schritt zum zweiten, zum dritten, zum vierten Jhana ist jedes Mal wieder ein Riesenquantensprung des Loslassens. Und ich habe so das Gefühl, das ist sogar ein exponentieller Quantensprung. Denn zweite Jhana ist ja nicht graduell besser. Also ist ja nicht, wenn wir vier Jhanas haben, sagen wir 25% besser als erste Jhana oder meinetwegen doppelt so gut, sondern das ist, der Macher stirbt. Da gibt es keinen Vitaka Vichara mehr. Dann kommt ein neuer Faktor hinzu, der heißt Eko di Bhava, das Einswerden. Das Ende der Dualität dieser Art, wo der Beobachter nicht mehr zu seinem Objekt hingeht, sondern verschmilzt mit seinem Objekt. Das ist das, was in allen Religionen die Mystiker anstreben, die Unio Mystica. Wenn ich über Shiva meditiere und komme in zweite Jhana, dann bin ich eins mit Shiva. Da habe ich mein Ziel erreicht. Und tatsächlich war bei den Paribhajakas zum Beispiel zweite Jhana Endstation. Das war das, was sie angestrebt haben. Die Seele nicht mehr getrennt von dem Erlebten. Und das Glück der Abgeschiedenheit im ersten Jhana wird zum Glück der Sammlung. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das in sich ruhend. Es gibt den kommentariellen Begriff, der von den Kuba-Ajans relativ häufig verwendet wird. Apanna Samadhi bezeichnet meines Erachtens eigentlich erst ab zweite Jhana aufwärts. Die gefestigte, die feste Sammlung. Dritte Jhana geht noch weiter. Jetzt haben wir es endlich geschafft, uns von der Sinneswelt loszulösen, an diesem schmutzigen Vergnügen, wie es der Buddha gesagt hat, nicht mehr festzuhalten und haben dieses überirdische, edle, nicht zu fürchtende Vergnügen der Jhanas erlangt. Und jetzt sollen wir das loslassen. Pittisukha. Es wird manchmal so verstanden, als ob das zwei verschiedene Dinge sind. Pitti und Sukha. Und jetzt lassen wir Pitti weg und haben noch Sukha. So ist es aber nicht. Pitti ist Sukha. Glück. Angenehmes Gefühl. Pitti ist diese Verzückung, die sich im Körper und Geist manifestiert. Die ist angenehm. Das Ganze kommt als Komplettpaket daher. Und wir lassen dieses Komplettpaket los. Und weil wir dieses Komplettpaket loslassen, erleben wir Glück. Das ist das Sukha der dritten Vertiefung. Und das, wie es in den Texten heißt, die lese ich nachher auch noch vor, geschieht, weil wir mit Gleichmut zuschauen. Das heißt, es ist auch immer mehr Weisheit involviert. Gleichmut ist das, was aus Piti Sukha das Sukha herausfiltert. Vierte Jhana ziehen wir uns dann vom Körper zurück, von dem Glück zurück. Der Atem hört auf, die Sinne ziehen sich allmählich zurück. Die Pforte zu Arupa. Wieder so ein Quantensprung. Weil, wo ich gerade sage, Arupa, es hat ein bekannter Indologe die These vertreten, dass Arupa die Formlosigkeiten, also die schlechten Samadhi-Zustände sind und die Jhanas sind die guten Samadhi-Zustände. Und er bezieht diese These daraus, dass ja der Bodhisatta, also der Buddha, bevor er ein Buddha wurde, erstmal bei den Meistern seiner Zeit gelernt hat und hat dort ja die höchsten Formlosigkeiten gelernt, die hatte er drauf und hat es dann verworfen. Und später hat er dann Askese betrieben, hat sich selber gequält und dann fiel ihm ein, Mensch, die Jhanas sind super, jetzt machen wir die Jhanas. Und von daher hat also dieser Indologe die Meinung vertreten, dass die Jhanas das Gute sind, was wir machen müssen, und die Formlosigkeiten sind schlecht. Dem möchte ich einmal entgegenhalten, dass es natürlich diese Lehrrede Attakanagara Sutta gibt, in dem der ehrwürdige Ananda sagt, Vajjhima Nummer 52, dass es 11 Tore zur Befreiung gibt, nämlich die 4 Jhanas, die 4, 3 der 4 Formlosigkeiten und die 4 Brahma Viharas.
und würde ich jeweils mit Weisheit betrachten als gestaltet, als ein Stachel, als ein Geschwür, als etwas, was noch nicht das Ziel ist, wie toll sie auch immer sein mögen. Da sehen wir auch mal wieder, wie viel Weisheit wohl dazu gehört. Jetzt haben wir endlich die Jhanas erreicht und jetzt sollen wir es irgendwie, das sie betrachten als ein Geschwür, als eine Eiterbeule. Das ist das eine. Und dann natürlich die Geschichte des Bodhisattva zu verstehen, ist da, glaube ich, auch ganz erhellend. Also er ist ja jemand losgezogen, der eine Antwort auf das Leiden gesucht hat. Und in allen Religionen ist das Ziel der Übung, irgendwie mal irgendwo angekommen zu sein, also nicht mehr suchen zu müssen. Und bei den etwas höher entwickelten Religionen ist es, wenn wir die wahre Seele, das wahre Selbst verstanden haben, dann ist der Zustand des ewigen Glücks erreicht. Gut, vor diesem Hintergrund haben ihn Alara Kalama, hat ihm das Gebiet der Nichtsheit beigebracht und gesagt, so, das ist dein Selbst, das ist die Seele. Das ist ja auch ein völlig leidfreier Zustand. Nur, wenn der Zustand zu Ende ist, ist man wieder mit diesem Körper konfrontiert, der wehtut, der alt wird, der stirbt. Also weg mit dem Körper, wäre jetzt eine mögliche Erklärung. Ne? Askese, Selbstqual, gucken wir mal, ob wir da irgendwie was bewirken können. Hat auch nicht geklappt. Und dann hatte sich der Bodhisattva daran erinnert, dass er als Kind mal spontan oder wie auch immer Jhana praktiziert hat, erste Jhana erlangt hat und dass das ein angenehmer Zustand war, der nicht mit unheilsamen Dingen verbunden ist. Und dann hat er gesagt, könnte das der Weg sein? Und dann wurde ihm klar, jawohl, das ist der Weg. Und da schauen wir mal genau hin, was hat er gesagt? Könnte das der Weg sein? Er hat nicht gesagt, ist das das Ziel? Er hat gesagt, ist das der Weg? Und dann mit richtiger Ansicht zusammen, ist das der Weg zur Leidfreiheit? Nur die richtige Ansicht hatte er natürlich von seinen Lehrern nicht gelernt, nicht bekommen. Bei den Formlosigkeiten kein Sinnesinput mehr, die sind von daher unstörbar. Das sind also diese Formen meditativen Sammlung, die die Kuba-Ajans einnehmen, wenn sie sich ohne Narkose operieren lassen. Kein Sinnesinput, aber natürlich in unreiner Form, wie wir vorhin gehört haben, kann da schon mal was reinschlupfen, wie laut Trompeten der Elefanten. Keine Grenzen mehr. Keine Grenzen der Objekteigenschaft. Ich habe vorhin gesagt, die Dualität hört auf im zweiten Jhana zwischen Beobachter und Objekt. Aber wenn ich ein Objekt habe, dann hat es ja nach gewisse Eigenschaften und dann ist die Dualität davon, sagen wir mal, die Eigenschaft rot und allem, was nicht rot ist, auch wenn ich das in dem Moment nicht erlebe. Aber es ist keine Unendlichkeit da. Es ist noch eine Grenze da, eine Begrenzung da, durch diese Qualität, auf die ich mich fokussiere. Wenn das jetzt aufhört, bleibt nur noch unendlicher Raum übrig. Es gibt Leute, die so erzählen, ja, das habe ich erlebt und dann habe ich gesehen, dass der Raum unendlich ist. Tja, das ist halt auch so eine Selbsttäuschung, so eine Verflachung wieder. Denn es hat mit Europa nichts zu tun. Wenn ich noch irgendetwas sehe, sinnlich oder wie auch immer, und wenn ich noch irgendwas vor mir sehe, den unendlichen Raum ist noch nicht mal zweite Jhana. Weil da sehe ich nichts mehr vor mir. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal erste Jhana, weil da einfach so viel Wunschdenken dabei ist. Das sind so diese Regenbogen-Meditationen. Gut, aber man kann das berechtigterweise Jhana nennen. Das ist halt eine andere Art von Jhana, nicht das, was der Buddha gelehrt hat. Es geht nicht darum, unendlichen Raum zu sehen, sondern unendlicher Raum zu sein. Das ist das Ziel zum Beispiel im Advaita Vedanta. Da wird es das Tattvang Asi Samadhi genannt. Das bist du. Das ist dein wahres Selbst, mit allem eins zu sein. Das ist bestimmt toll, könnte ich mir vorstellen. Das ist keine Kleinigkeit. Wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir das alles so runter verdummen, diese Dinge, über die der Buddha hier spricht. Tja, die nächste Stufe ist dann das unendliche Bewusstsein. Wie kann man unendliches Bewusstsein erleben an sich? Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Das ist eine Frage, die sich mir gestellt hat. Ich weiß nicht, ob außer Ajahn Chattamoola noch jemand die Frage überhaupt versteht, worum es mir da geht. Und die Antwort darauf lautet, naja, also
geht in die vierte Vertiefung, lasst alle Sinneseindrücke weg und dann überschreitet den unendlichen Raum und dann schaut mal, wie das ist. Dann könnt ihr mir das mal erzählen. Wahrscheinlich kann man es nicht erzählen. Das ist das Problem dabei. Die nächste Stufe ist Nichtsheit oder Nicht-Etwasheit. Und da stellt sich mir die Frage, wie, wenn ich also Bewusstsein schon überwunden habe, mit was erlebe ich dann das Nichts? Auch so eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also ich könnte jetzt mir irgendeine Theorie ausdenken und da gibt's genügend Bücher, die das genau erklären. Haben wir auch in unserer Bibliothek, will jetzt keine Namen nennen. Aber damit bin ich nicht zufrieden. Dann lasse ich es lieber beiseite. Fürs Erste. Ja, aber nichts ist immer noch mehr als die nächste Stufe, weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Dazu kann ich gleich noch weniger sagen und da kann man auch noch weniger damit arbeiten, weil das kein Tor zur Befreiung mehr ist. Also da ist so wenig da, damit kann man irgendwie nichts mehr groß anfangen. Es wird manchmal als Grenzscheide bezeichnet. Der Begriff ist interpretativ und ich finde ihn auch nicht besonders gelungen, weil nämlich dieser Zustand keine Grenze ist zwischen hin und her, sondern das ist eher ein Umkehrpunkt. Das ist die höchste Möglichkeit der Identifikation. Und alles Weitergehen ist eine Sache von Weisheit, nicht mehr von Sammlung. Aber jetzt kommen ein paar Fragen, zu denen kann ich eine Antwort geben, nämlich zum Beispiel, wenn im vierten Jhana der Atem weg ist, geht dann Anapanasati nur bis zur dritten Vertiefung? Oder Metta ist ja ein angenehmes Gefühl von den vier Brahma-Viharas, geht es dann auch nur bis zur dritten Vertiefung und Upeka bis zur vierten? Die Suttas selber sagen an keiner Stelle etwas über das Objekt während der Jhanas aus, aber es gibt Suttas, die eine klare Absage sind gegen solches Schubladendenken. Und jetzt kommen wir zu der Lehre aus dem Achterbuch. Da ging ein gewisser Bhikkhu zum Erhabenen und nachdem er den Erhabenen respektvoll begrüßt hatte, setzte er sich seitlich nieder, sprach den Erhabenen so an. Ehrwürdiger Herr, es wäre gut, wenn der Erhabene mich in Kürze das Dhamma lehren würde. Wenn ich dieses Dhamma vom Erhabenen gehört habe, würde ich allein und abgeschieden, umsichtig, eifrig und entschlossen weilen. Und der Buddha sagt jetzt nicht, toll, erkläre ich dir jetzt alles, sondern antwortet, genauso treten da aber einige Taugenichtse an mich heran, und obwohl das Dhamma bereits erklärt wurde, meinen sie, sie müssten mir nachlaufen. Also der Buddha sagt jetzt nicht, du bist ein Taugenichts, sondern er sagt, das ist die Art, wie die Leute an mich herantreten. Irgendwelche, kennen wir heute auch noch, Informationssammler oder Charisma-Junkies, die dann an irgendwelchen Kuba-Ajans rumhängen und damit sie nicht weggeschickt werden, irgendwelche Fragen stellen. Gut. Der Erhabene möge mich in Kürze das Dhamma lehren, der Vollendete möge mich in Kürze das Dhamma lehren. Vielleicht könnte ich den Sinn des vom Erhabenen Erklärten verstehen, vielleicht würde ich ein Erbe des vom Erhabenen Erklärten werden. Also es verwirklichen. Dann solltest du dich so üben. Mein Herz wird innerlich stillstehen und wohl gefestigt werden und aufgestiegene, üble, unheilsame Zustände werden das Herz nicht überwältigen. So solltest du dich üben. Sammlung. Aber es ist eine andere Formulierung, als wir es normalerweise kennen. Also wahrscheinlich hat der Bhikkhu tatsächlich eine individuelle, besondere Anleitung gebraucht. Wenn dein Herz innerlich stillsteht und wohl gefestigt ist und aufgestiegene, üble, unheilsame Zustände das Herz nicht überwältigen, dann solltest du dich weiter so üben. Die Zustände sind aufgestiegen, er ist noch nicht abgeschieden davon, aber sie überwältigen ihn nicht mehr. Es ist bereits ein Schritt in Richtung Sammlung. Und dann kommt, die Gemütsbefreiung durch liebende Güte wird von mir entfaltet werden, viel geübt, zum Fahrzeug gemacht, zum Objekt gemacht, ausgeübt, vermehrt, gut angestrebt. So solltest du dich üben. Und weilt mit einem Herzen voll Freundlichkeit und Güte und in alle Richtungen und so weiter. Wenn diese Sammlung von dir so entfaltet und viel geübt wurde, dann könntest du diese Sammlung auch mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes entfalten, also mit Vitakka Vichara. Du könntest sie auch ohne anfängliche Hinwendung mit einem gewissen Maß an anhaltender Hinwendung des Geistes entfalten, also ohne Vitakka nur Vichara. Du könntest sie auch ohne anfängliche und ohne anhaltende Hinwendung des Geistes
entfalten, du könntest sie auch mit Verzückung entfalten, auch ohne Verzückung entfalten. Du könntest sie auch mit angenehmen verbunden entfalten, du könntest sie auch mit Gleichmut verbunden entfalten. Da haben wir jetzt so diese ganze Bandbreite der vier Jhanas mit abgedeckt, aber wovor wir uns hüten sollten, ist zu sagen, naja, okay, mit Vitaka und Vichara ist Sammlung 1a, nur Vichara ist 1b, ohne Vitaka Vichara ist Jhana 2, 3 und 4. Nein, der Buddha hat 3 genannt. Erste, zweite, dritte Vertiefung. Er hat das ganze Spektrum in 3 Teile eingeteilt. Dann mit Piti und ohne Piti ist erste, zweite, dritte, vierte. Nein, es sind 2 Jhanas, mit Piti und ohne Piti. Genau dasselbe mit angenehmen verbunden ist nicht erste bis dritte und dann die vierte, sondern es ist die erste und die zweite Vertiefung. Weil Samadhi kannst du einteilen, wie du willst, je nachdem, welche Kriterien du hernimmst. Und er verwendet das Wort Jhana überhaupt nicht in dem Zusammenhang. Es wird meines Wissens nie im Zusammenhang mit in den Suttas, mit den vier Brahma-Viharas genannt. Aber wir haben hier die Jhana-Faktoren. Das heißt, wir entfalten Sammlung. Wir können sie Jhana nennen oder auch nicht. Hier, der Buddha nennt sie nicht Jhana. Aber sie haben die gleichen Qualitäten wie das, was wir die vier Jhanas nennen. Wenn diese Sammlung von dir so entfaltet und viel geübt wurde, dann könntest du das Gleiche mit Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut machen. Viel üben, zum Fahrzeug machen, zum Objekt ausüben, vermehren, gut anstreben. Wenn die Sammlung von dir so entfaltet wurde, dann könntest du sie auch mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes entfalten. Oder ohne anfängliche, nur mit anhaltender Hinwendung. Oder ohne Vitaka-Vichara. Oder mit Piti oder ohne Piti, mit dem Angenehmen verbunden oder mit Gleichmut verbunden. Das Gleiche wieder. Wenn die Sammlung so entfaltet wurde, dann solltest du dich weiter so üben. Ich werde im Körper Körper betrachtend oder den Körper als Körper betrachtend verweilen. Eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem ich Habgier und Trauer in Bezug auf die Welt überwunden habe, so solltest du dich üben. Was ist das jetzt? Das ist Satipatthana. Das ist die Standardformel von Satipatthana. Allerdings sagt er nicht, innerlich und äußerlich, mit Ursprungs- und Auflösungsfaktoren verbunden, sondern er sagt nur, den Körper als einen Körper betrachten. Aber eben, nachdem ich Habgier und Trauer in Bezug auf die Welt überwunden habe, also nachdem die Hindernisse bereits schweigen. Wenn diese Sammlung von dir so entfaltet und geübt wurde, dann könntest du sie auch, und dann jetzt kommt genau dasselbe wieder, könntest du sie mit den Jhana-Faktoren praktizieren, den Körper betrachten als einen Körper, mit Piti, ohne Piti, mit Gleichmut und so weiter. Wenn diese Sammlung von dir so entfaltet wurde, dann könntest du Gefühle betrachten, Herz betrachten, Dinge oder Gesetzmäßigkeiten betrachten, eifrig, wissensklar, achtsam, nachdem ich Habgier und Trauer in Bezug auf die Welt überwunden habe. Und auch das mit Vitaka Vichara, ohne, mit Piti, ohne Piti, mit dem Angenehmen verbunden oder mit Gleichmut. Wenn diese Sammlung von dir so entfaltet wurde, gut entfaltet, dann gehst du einfach nur angenehm, wohin immer du auch gehst. Dann stehst du einfach nur angenehm, wo immer du auch stehst. Dann sitzt du einfach nur angenehm, wo immer du auch sitzt. Dann liegst du einfach nur angenehm, wo immer du dich auch hinlegst. Das heißt, viel Samadhi-Praxis mit den Brahma-Viharas, mit den Grundlagen der Achtsamkeit, immer gut drauf. Vom Erhabenen mit dieser Belehrung belehrt, erhob sich der Bhikkhu von seinem Sitz, und nachdem er dem Erhabenen gehuldigt hatte, ging er fort, wobei er ihm die rechte Seite zuwandte, Alternativübersetzung, oder nachdem er ihn im Uhrzeigersinn umschritten hatte, könnte es auch bedeuten, wissen wir nicht. Allein und abgeschieden, umsichtig, eifrig und entschlossen lebend, trat der Bhikkhu nach nicht langer Zeit durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt das höchste Ziel des heiligen Lebens ein, für das Männer aus guter Familie zu Recht von zu Hause in die Hauslosigkeit ziehen. Und er verweilte darin. Er verstand unmittelbar, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Und der Bhikkhu wurde einer der Arahants. Happy End. Die vier Brahma-Viharas und die Jhanas haben eins gemeinsam, es sind Sammlungszustände, es sind
Zustände der zeitweiligen Befreiung von Leid, leidfreie Zustände. Es gibt verschiedene Geschmäcker, da habe ich in einem Retreat auch bereits drüber gesprochen. Erst weit machen und dann tief oder erst tief und dann weit, aber das Ergebnis ist dasselbe. Die Jhana-Faktoren sind vorhanden. Was wir aus der Lehrrede auch herauslesen können, aber da renne ich jetzt bei euch natürlich offene Türen ein, ist, dass Achtsamkeitsmeditation und Konzentrations- oder Sammlungsmeditation nicht zwei verschiedene Dinge sind. Und auch die vier Brahma-Viharas nicht irgendwie was eigenes extra sind. Vielleicht war das genau das, was der Bhikkhu immer gedacht hatte, und der Buddha hat es ihm gesagt, nein, es ist nicht so, die hängen alle miteinander zusammen. Und drum ist er dann ein Arahant geworden. So eine Absage an den Vipassanismus. Sati, das ist das Gute. Samadhi, Sakkasse, das sind die vorbuddhistischen Rishis, die sowas praktiziert haben, das machen wir nicht. Es gibt noch die Dantabhumi Sutta, Majjhima 125, und die Anuruddha Sutta, Majjhima 127, die ich euch empfehle, mal zu studieren, wo ebenfalls dieses Schubladendenken durchbrochen wird. So, gegen Ende des Vortrags möchte ich auf zwei grundsätzlich falsche Herangehensweisen eingehen, wenn wir uns mit Dhamma beschäftigen im Allgemeinen, aber insbesondere, wenn wir uns mit Sammlung und den Jhanas beschäftigen. Nämlich die Frage, wenn ich jetzt im Jhana bin, was darf ich dann noch können? Was geht dann noch? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, wenn ich im Jhana bin, was habe ich dann losgelassen? Oder noch besser, um dorthin zu kommen, was sollte ich loslassen vorher? Darf ich dann noch denken? Wenn ich denke, ist es dann Jhana oder noch krasser spazieren gehen? Ist kein Scherz, kommt jetzt gleich. Der zweite große Fehler, der ist jetzt für die allgemeine Auseinandersetzung oder die allgemeine Beschäftigung mit Dhamma wichtig, dass wir Dhamma nicht nach einem Bezugsrahmen außerhalb des Dhamma beurteilen. Wir sollen Dhamme Dhammano Vattino sein. Wir sollen dem Dhamma gemäß Dhamma praktizieren. Das heißt, Dhamma ist unser Maßstab, nach dem wir Dhamma praktizieren. Nicht irgendetwas anderes. Wir praktizieren nicht Dhamma nach einem Maßstab, der außerhalb des Dhamma steht. Das mag euch jetzt irgendwie vielleicht sogar absurd erscheinen, aber es ist es nicht. Es gibt ein neues Buch von einem chinesischen Mönch, der in Malaysia lebt, den ich auch persönlich kenne. Das Buch, ich weiß nicht, ob es schon gedruckt erschienen ist, ist aber im Internet vermutlich verfügbar. What You Might Not Know About Jhana and Samadhi, oder so ähnlich heißt der Titel. Erinnert mich so ein bisschen an einen Film von Woody Allen. Das habe ich also einen Chattamolo doch mal zum Schmunzeln gebracht. Ich schmunzel die ganze Zeit. Ja, okay. Also dieser Ehrwürdige war 20 Jahre Lehrer in einer burmesischen Tradition, die sich sehr stark auf das Kommentarwerk Visuddhimagga lehnt, insbesondere auf diese Systematik der 16 Einsichtsstufen und eine ausgeprägte Anti-Jhana-Haltung kultiviert. Ich war mal in einem dieser Zentren, habe da Retreat gemacht, und dann habe ich also von dem damaligen Lehrer, der inzwischen auch entrobt hat, ein Buch in die Hand gekriegt, das er geschrieben hatte, über die Gefahren von Samadhi, dass man also in Samadhi verhungert und dass man im nicht wahrnehmenden Daseinsbereich wiedergeboren wird, und hast du nicht gesehen. Also ein ganzes Buch, wo er dann auch thailändische Kuba-Ajahn aus dem Zusammenhang gerissen zitiert, die alle belegen, dass Samadhi ganz, ganz gefährlich ist, und das soll man auf jeden Fall vermeiden. In dieser Tradition stand dieser Ehrwürdige, hat dieses dann nach 20 Jahren Lehrtätigkeit festgestellt, dass es zwischen dieser Anti-Jhana-Haltung und dem, was die Suttas sagen über Jhana, dass da eine gewisse Diskrepanz besteht. Also gelinde ausgedrückt. Ich glaube, in der mittleren Sammlung 45 Suttas von 152 geht's ausführlich über Jhanas. Dann das Zweite, was er herausgefunden hat, war, dass die Beschreibung der Jhanas in Visuddhimagga und in den Suttas nicht übereinstimmen. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe Ayakema mal bei einem Interview gefragt, weil damals habe ich auch Visuddhimagga gelesen und
habe also die Suttas noch nicht so gekannt, aber hatte irgendwie so von meiner eigenen Erfahrung das Gefühl, dass das so nicht ganz stimmt, was da steht. Und sie hat dann nur gesagt, ach, klar stimmt das nicht, der Buddha Gosa hatte ja keine Ahnung, der hat ja nie meditiert. Warum sie trotzdem, wie so die Maga immer empfohlen hat, ist ihr Geheimnis, aber also wie gesagt, wie Buddha Gosa in Visuddhimagga die Jhanas beschreibt und wie das Buddha in den Suttas die Jhanas beschreibt, ist ein Unterschied. Das war so die zweite Erkenntnis von diesem Ehrwürdigen. Und er hat dann festgestellt, dass, und das ist eigentlich das große Verdienst seines Buches, dass die Anti-Jhana-Haltung in Bezug auf das Wort Jhana auch bei den thailändischen Kruba-Jhans vorhanden ist, darauf beruht, dass alle denken, Jhana ist Visuddhimagga-Jhana, so wie das dort beschrieben wird. Irgendwie was, wo du dich total ausklingst und dann irgendwo aufs Abstellgleis schiebst und keine Einsicht stattfindet und so weiter. Und auf dieser Beschreibung der Jhanas beruht die Ablehnung der Jhanas in diesen burmesischen Meditationstraditionen. War seine Beobachtung, das ist sicherlich korrekt. Und die thailändischen Kuba-Ajans haben überhaupt nichts gegen Samadhi, haben auch nichts gegen Jhana, nur sie verwenden das Wort Jhana nicht. Die sagen Apana Samadhi oder sie sagen Samadhi. Gibt ein paar, die verwenden das Wort Jhana, haben wir kein Problem damit. Aber es gibt da so, man ist da ein bisschen zögerlich. Kann natürlich auch daran liegen, aus den eingangs geschilderten Gründen des Vinaya, dass man eben da mit diesem Wort etwas vorsichtig sein muss. Ja, folgt jetzt daraus, dass er mit seinen Erkenntnissen sagt, gut, weg mit dem Schrott, machen wir einen neuen Anfang. Versucht euch mal in seine Lage hinein zu versetzen. Er hat 20 Jahre lang das gepredigt, Visuddhimagga-Teaching. Und da muss man wirklich schon ganz, ganz, ganz weit sein auf dem Weg zu sagen, tut mir leid, Leute, ich habe mir selber was vorgemacht, habe mir was vormachen lassen, ich habe euch einen Schrott erzählt. Vergesst das alles, wir fangen jetzt neu an. Geht nicht. Es ist zu viel verlangt. Er war 20 Jahre Lehrer, so ein unüberwindbares Hindernis. Also, seine These, die er in dem Buch präsentiert, ist optional. Es gibt beides. Es gibt Visuddhimagga-Jhanas, wer das praktizieren will, prima. Und es gibt die Sutta-Jhanas. Die sind besser, aber im Prinzip kannst du es dir raussuchen. Das ist genau das, was ich sagte, einen falschen Bezugsrahmen anwenden. Denn wenn ich jetzt sage, die Visuddhimagga-Jhanas sind eine Alternative, dann muss ich einen Bezugsrahmen einnehmen, der beide umfasst. Und wenn die beiden im Widerspruch stehen, muss ich irgendwie so eine Position außerhalb davon einnehmen. Um euch das mal an einem Beispiel etwas plastischer zu machen, nehmen wir mal an, jemand hat Schamanismus praktiziert, war 20 Jahre lang Schamane. Und jetzt lernt er die Buddha-Lehre kennen und sagt, naja, irgendwie scheint mir das doch besser zu sein. Und dann fängt er an zu vergleichen. Also Schamanen haben lange Haare, Buddhisten haben alle Glatze. Also heute stimmt's nur zu 50%. Aber manchmal könnte man tatsächlich meinen, Buddhisten haben alle Glatze. Schamanen tanzen sich in Trance und sie trommeln. Buddhisten dagegen sitzen still. Schamanen essen Reis, Buddhisten essen keinen Reis. Das sind jetzt drei verschiedene Arten von Folgerungen und Beobachtungen und Einschätzungen aufgrund dessen, dass er eben seinen schamanistischen Bezugsrahmen nicht losgelassen hat, nicht versucht hat, die Buddha-Lehre oder den Buddhismus aus sich heraus zu verstehen. Die erste, Schamanen lange Haare, Buddhisten Glatze, stimmt zu 50%, aber ist völlig irrelevant. Das hat mit Buddhismus oder Schamanismus gar nichts zu tun. Schamanen tanzen sich in Trance, in Trommeln, das stimmt. Buddhisten dagegen sitzen still, stimmt auch. Aber das ist der falsche Bezug. Wir sitzen nicht still, um in die Trance zu kommen. Also dadurch, dass ich die nebeneinander halte, kommt auch wieder eine falsche Information rüber. Vielleicht ein kleiner Link zu dem Vortrag, was nicht mehr wieder hieß, über den ehrwürdigen Buchwissen und Bauchwissen, genau. Wo der ehrwürdige Udayan immer korrekte Teachings im falschen Zusammenhang gebracht hat und dadurch alles völlig verkehrt verstanden hat. Ja, und dann natürlich, Schamanen essen Reis und Buddhisten essen keinen Reis, ist einfach falsch. Eine falsche Annahme, die darauf beruht, dass Buddhisten eben anders sein müssen als Schamanen. Und genauso ist das mit dieser Visuddhimagga-Jhana, ist das Koma und Sutta-Jhana, da kann man dann spazieren gehen im Jhana. Steht allen Ernstes in dem Buch drin. Das ist so das
Mitmach-Jhana für jeden. Das runterverblödete Jhana. Es gibt wohl im Gehen auch gewisse Samadhi-Zustände. Es gibt da den Lumpu Brahm, nicht zu verwechseln mit Ajahn Brahm, oder auf Thai wird auch Prom ausgesprochen, der in seiner Biografie steht drin, dass der so stundenlang gegangen ist und dann wirklich also ziemlich tief reingekommen ist. Aber ich denke, allein das Umdrehen am Ende des Pfades muss man sich immer wieder ein bisschen rausziehen. Aber es, in dem Buch geht es also nicht nur um Gehmeditation, sondern wirklich um Rumlaufen. Ich habe das mal probiert, mal versucht, mich komplett zurückzuziehen, versucht, auf diesen einen Versammlungsort zu kommen, während ich im Wald rumgelaufen bin, und habe mir dann den Kopf angeschlagen. Am Fichtenzweig. Geblutet. Nicht zu empfehlen. Es auch nur zu versuchen. Als Beweis für seine These führt er ein Zitat an aus dem Dreierbuch des Anguttara, Nummer 64. In der PDS-Ausgabe ist es die Nummer 63. Ich trete in das vierte Jhana ein und verweile darin. Wenn ich in diesem Zustand umhergehe, ist dieses Umhergehen himmlisch für mich. Und das steht tatsächlich fast so drin. Aber es ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und es ist ein kleiner Übersetzungsfehler dabei. Und dem Autor ist sogar bewusst, schreibt er in der Fußnote, dass das eigentlich falsch übersetzt ist. Aber es passt halt gut für seine These. Und der erste Satz ist der letzte Satz von einem längeren Abschnitt. Und der zweite Satz ist der erste Satz von dem folgenden Abschnitt, die beide weggelassen sind. Und darum möchte ich euch jetzt zum Schluss dieses Vortrags diese Lehrrede nicht vorenthalten, vor allem weil es ganz aufschlussreich ist, wie man falscherweise mit Suttas umgehen kann, indem man da sich was rausschneidet, so wie es einem gerade passt. Drei hohe, großartige Liegestätten. Da ist also der Erhabene, ich fasse das etwas zusammen, bei einer Wanderung bei einem Dorf angekommen und die brahmanischen Haushälter haben also gehört, der Erhabene ist da, dem ein guter Ruf vorauseilt und den sollte man mal besuchen. Dann gehen die da hin und begrüßen ihn höflich und dann sagt der Brahmane Vajragotha zum Erhabenen Folgendes. Herr Gotama, es ist wunderbar und erstaunlich, wie des Herrn Gotamas Sinne klar sind und seine Hautfarbe so rein und sauber ist. Er bringt dann einige poetische Gleichnisse für die Sauberkeit der Hautfarbe und so weiter. Wie ein Geschmeide aus Flussgold von einem geschickten Goldschmiedesohn gut gefertigt auf eine hellrote Decke gelegt und so weiter. Genauso sind des Herrn Gotamas Sinne klar und seine Hautfarbe rein und sauber. Und er gibt auch gleich, vermutet auch, woran das liegen könnte. Solche hohen, großartigen Liegestätten, wie zum Beispiel ein Sofa, ein Thron, eine Wolldecke, und jetzt kommt eine längere Liste. Solche hohen, großartigen Liegestätten erlangt Herr Gotama wohl nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten. Und der Buddha sagt, solche hohen, großartigen Liegestätten, wie zum Beispiel ein Sofa, ein Thron und so weiter, bis hin zu zweiseitig purpurnen Kissen, sind schwer zu erlangen. Und wenn doch erlangt, sind sie für Fortgezogene nicht zulässig. Aber es gibt drei hohe, großartige Liegestätten, Brahmane, die ich jetzt nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange. Welche drei? Die himmlische, die göttliche und die edle hohe, großartige Liegestätte. Dies sind die drei hohen, großartigen Liegestätten, Brahmane, die ich jetzt nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange. Dieses drei und nach Belieben, ohne Mühe und ohne Schwierigkeiten, kommt es jemandem bekannt vor? In welchem Zusammenhang das öfter in den Suttas auftaucht? Also wenn jemand besonders toll mit den Jhanas ist, da wird das, der erlangt die Jhanas nach Belieben ohne Schwierigkeiten. Das ist, diese Formulierung kommt da immer vor. Und der Brahmane will dann natürlich wissen, aber was ist die himmlische Liegestätte, die Herr Gotama jetzt nach Belieben ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt? Und dann kommt, bei welchem Dorf, bei welcher Stadt ich mich auch aufhalte, dort begebe ich mich am Morgen um Almosenspeise. Und dann kehrt er zurück nach dem Mahl vom Almosengang. Und jetzt kommt eine Formulierung, die im Deutschen nicht so nachzuahmen ist. Also es fängt immer mit er an. Und dann die Verbendung ist erste Person. Also er, ich gehe. Also das kann man im Deutschen nicht so nachmachen. Aber das bedeutet so viel, so wie man normalerweise dies und jenes macht, so mache auch ich. Und der Grund ist einmal der, weil ein paar von den Sachen für den Buddha nicht zutreffend sind, aber er will jetzt darauf Bezug nehmen, dass er die Jhanas praktiziert.
Also, wie üblich, er, betrete ich nach dem Mahl, vom Almosengang zurückkehrend, den Wald. Was es dort an Gräsern und Blättern gibt, diese auf einen Haufen zusammengeholt habend, setze ich mich nieder, den Thronsitz eingenommen, den Körper aufgerichtet habend und die Achtsamkeit fest verankert habend. Diejenigen, die das Retreat mitgemacht haben, wissen, den Thronsitz, das ist Palanka, aber normalerweise steht im Pali Palankang A Bujitwa. Das bedeutet, zum Thronsitz gefaltet haben, das heißt die Beine gekreuzt oder wie auch immer, eine stabile und bequeme Position eingenommen haben. Aber hier steht im Pali, das ist auch mal wieder so ein kleiner Fall von Humor, Palankang A Bujitwa, den Thronsitz tatsächlich eingenommen haben. Also er sagt, ich habe keine purpurnen Decken, keine tollen Kissen, kein Hirschfell, kein Sofa und so weiter, sondern einfach ein paar Blätter, ein bisschen Gras, und das ist für mich der Thron. Nachdem man sich von Sinneswünschen abgesondert hat, von unheilsamen Dingen abgesondert hat, tritt man in die erste Vertiefung ein, die mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes versehen ist. Und darin verweile ich mit Verzückung und Wohl, die aus der Abgeschiedenheit geboren sind. Also da ist wieder, es geht los, das Subjekt ist in der dritten Person und das Verb ist in der ersten Person. Der Grund ist der, weil der Buddha keine unheilsamen Dinge mehr hat, die er zu überwinden hat, um in die Jhanas zu kommen. Mit der Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung trete ich in die zweite Vertiefung ein, die innere Beruhigung und Einswerdung des Gemüts enthält. Also das ist diese Einswerdung, wo der Beobachter und das Beobachtete verschmilzt. Und ich verweile darin mit Verzückung und Wohl, die aus der Sammlung geboren sind. Mit dem Verblassen der Verzückung verweile ich gleichmütig, achtsam und wissensklar, empfinde ich mit dem Körper Wohl, das die Edlen so bezeichnen. Der Gleichmütige und Achtsame ist einer, der im Wohl verweilt. So trete ich in die dritte Vertiefung ein und verweile darin. Mit dem Überwinden von Wohl und Leid und dem schon früheren Verschwinden von Frohsinn und Trauer trete ich in die vierte Vertiefung ein, die weder Leid noch Wohl und Läuterung der Achtsamkeit durch Gleichmut in sich hat, und ich verweile darin. Brahmane, wenn ich, ein so Beschaffener, umhergehe, dann ist bei diesem Anlass dieses Umhergehen himmlisch für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, stehe, dann ist bei diesem Anlass dieses Stehen himmlisch für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, sitze, dann ist bei diesem Anlass diese Sitzhaltung himmlisch für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, mich hinlege, dann ist bei diesem Anlass diese hohe, großartige Liegestätte himmlisch für mich. Dieses ist nun aber die himmlische, hohe, großartige Liegestätte, die ich jetzt nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange. Das Wort auf Pali Evang Bhutto heißt es, wörtlich ein so gewordener. Es bezieht sich nicht darauf, dass er die vierte Jhana praktiziert hat, sondern es bezieht sich darauf, dass er die Jhanas nach Belieben erlangen kann. Jemand, der die Jhanas nach Belieben erlangen kann, ist immer gut drauf, ob er geht oder steht oder sitzt oder liegt. Das ist der Sinn. Denn in der Lehrrede wird ja ausdrücklich gesagt, dass er sich hinsetzt, um die Jhanas zu praktizieren und nicht rumläuft. Dann will der Brahmane wissen, aber was ist die göttliche hohe Liegestätte, die Herr Gotama jetzt nach Belieben ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt? Und was könnte das sein? Korrekt. Kommt genau der Text, den wir vorhin gechantet haben. Verweile mit einem Herzen voll Freundlichkeit und Güte, dringend eine Richtung, die zweite und die dritte und so weiter. Wenn ich ein so Beschaffener, der die Brahma-Viharas praktiziert, herumgehe, dann ist das göttlich für mich. Und die edle Liegestätte klingt dann schon edel, klingt schon nach überweltlicher Verwirklichung. Und genauso ist es. Also da geht es darum, um die Besinnung darauf, Gier ist in mir überwunden worden, an der Wurzel abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass sie künftig im Entstehen nicht mehr unterworfen ist. Hass und Verblendung sind in mir überwunden worden. Und ja, das ist die edle, hohe, großartige Liegestätte, die ich jetzt nach Belieben ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange. Hervorragend, Herr Gotama, hervorragend, Herr Gotama, als ob Herr Gotama Umgestürztes aufrichtete oder Verdecktes enthüllte oder einem Verirrten den Weg zeigte,
oder in der Dunkelheit eine Öllampe hielte, die Sehenden sollen die Dinge sehen. So ist in der Tat von Herrn Gotama auf vielfache Weise die Lehre dargelegt worden. In der Tat. Erlang. Erlang heißt noch nicht Ewang, das heißt jetzt langts, aber ich möchte ganz zum Schluss aus dem Dhammapada Vers 372 noch zitieren. Das ist, wo Bhante-ji immer die Gruppenmeditation mit abgeschlossen hat. Natti janang apanyasa panya natti ajayato yamhi janan cha panya cha save nibbana santike. Ohne Weisheit keine Jhanas, ohne Jhanas keine Weisheit. Wer Jhanas und auch Weisheit hat, der wahrlich ist Nibbana nah. Ewang. So, jetzt habe ich heute ordentlich ausgeteilt. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Jetzt habe ich mir die Fans von Buddha Gosa zum Feind gemacht, die Fans von Mahasi Sayadaw, von Paok, von Lumpertong, von Ajahn Brahm, Ajahn Jeff, Ayakema. Ach, irgendjemand vergessen. Also ich bin großer Ayakema-Fan, aber in keinster Weise erzürnt drüber, sondern froh über den Vortrag. Weil das eine der Sachen war, wo ich dann gleich die Finger weggelassen habe. Also dieses Jhana-Thema. Weil mich das mehr verwirrt hat, wie dass es mir irgendwas gesagt hat. Also auch gerade in Bezug auf die Praxis, den Vorwärtskommen. Kann damit nichts anfangen. Also nicht so, wie es da geschildert wurde. Es war nicht erklärt, aber ich konnte da nichts. Also von Verzückung zu was weiß ich nicht. Glückseligkeit. Ja, also allein diese Stufen so. Und weitere Erklärungen dazu kriege ich. Ne, eigentlich. Ja, also ich bezweifle nicht, dass Ayakema Samadhi praktiziert hat, in welcher Form auch immer. Und ich bin ihr, das möchte ich mal klarstellen, unendlich dankbar für das, was sie für den deutschen Buddhismus getan hat und für mich persönlich, weil das für mich ein wirklich sehr guter Einstieg war. Aber ja, man muss einfach auch die Schwächen sehen und ich sehe es halt in der Szene, was sich da halt so entwickelt hat, und wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir uns irgendwelche Sternchen an die Brust hängen und glauben, wir hätten irgendetwas erreicht und haben es nicht erreicht, weil dann suchen wir nicht mehr weiter. Dann blockieren wir unseren eigenen Fortschritt. Von daher ist es einfach besser zu sagen, diese Konzepte lassen wir außen vor. Nicht nur aus Vinaya-Gründen, sondern sagen, okay, es handelt sich um Sammlung, das ist immer gut, und die Stillung der Hindernisse ist gut, und es geht immer tiefer und es geht immer weiter, und es ist völlig egal, wie ich das dann nenne im Einzelnen. Aber wenn ich sage, ich kann die vier Jhanas, ja, dann habe ich nichts mehr weiter zu tun. Wenn es noch nicht stimmt, ist das halt schlecht. Aber die Art und Weise, wie wir uns solchen Themen annähern, hängt natürlich auch davon ab, wie ernst meinen wir es eigentlich. Wollen wir so ein bisschen Wellness-Buddhismus betreiben oder wollen wir Leitfreiheit erlangen mit allen Konsequenzen? Dieses nach Belieben erlangen, diese Formulierung, die es da immer gibt, heißt es, dass du sagen kannst, so, ich gehe jetzt ins Erste, ins Zweite, ins Vierte, ins Dritte Jhana und auch zwischen den Jhanas dann hin und her wechselt nach Belieben? Da gibt's Überlegungen in der Kommentarliteratur dazu, und ich habe dazu keine Meinung oder keine Aussage, weil es mich nicht so interessiert. Es wird ja manchmal spekuliert, dass oder warum in den Sutras relativ wenig über die Jhanas steht, also zur Charakterisierung oder wie man sie erreicht. Ich denke, vielleicht ist das der Grund, dass eben zu viel darüber zu reden, eher ein Hindernis sein kann, und aber ein bisschen was muss man schon wissen sozusagen, um zu wissen, in welche Richtung man geht oder was richtig ist, ja, wo man ist, und es könnte die Erklärung dafür sein, dass es vielleicht nur das genau das richtige Maß ist, was man dazu wissen sollte, und den Rest muss man selber ausprobieren. Absolut. Der Buddha hat
eben in der Begrifflichkeit von Wahrnehmung über die Jhanas so gut wie nie gesprochen. Es gibt ganz wenige Beispiele. Und es erscheint uns tatsächlich ein bisschen dürr, ne? Diese Standardformel im Vergleich zu den Beschreibungen, sagen wir mal, christlicher Mystiker, ne? Die Himmel gehen auf, Heerscharen von Engeln und Schauer von Glückseligkeit und pipapo, und das können wir als Meditierende, könnten wir das genauso beschreiben, und wird ja auch von zeitgenössischen Meditationslehrern so beschrieben. Nur eben diese Wahrnehmung ist individuell unterschiedlich. Das, was der Buddha schreibt, ist allgemeingültig. Das heißt, jeder, der auf dem richtigen Weg ist, kann sich da wiederfinden. Und als Anleitung oder als Landkarte reicht es auch völlig aus. Nur die Landkarte ist nicht auf 3D und ist vielleicht auch nur vierfarbig und nicht 256 Farben. Und ja, genau der Aspekt, dass man dann eben zu emotional Erwartungshaltungen oder auch Dünkel. In einigen Lehrreden wird ja auch davor gewarnt, sich was drauf einzubilden. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, der Aspekt, den du gesagt hast, dass man die Jhanas nicht praktizieren sollte aus, also als Ding an sich, sondern immer im Kontext zur richtigen Anschauung oder als Mittel zum Zweck, um eben Befreiung zu erlangen. Wenn man das nicht berücksichtigt, läuft man eben Gefahr, wie du sagst, Dünkel zu entwickeln oder. Also Jhana in der kompletten Definition ist ja eingebettet in als Mittel zur Befreiung. Aber wenn wir uns die Biografien der Kuba-Ajans anschauen, also das ist eine Sache, die ich auch nicht irgendwie, da kann ich nur drüber spekulieren. Da sind etliche dabei, oder es gehört fast dazu, irgendwie mal für eine Zeit lang da stecken zu bleiben. Das heißt, auf dem Glückfaktor, Glückaspekt der Jhanas stecken zu bleiben. Aber andererseits, ob das jetzt nur daran lag, dass die Lungpu Man begegnet sind, oder ob das nicht automatisch irgendwann mal auch so weit führt, dass sie sagen, okay, das ist es aber noch nicht. Das weiß ich nicht. Also, aber ja, selbst wenn wir das nur benutzen, um uns da drin auszuruhen, solange wir keine falsche Ansicht haben, dass wir sagen, okay, das ist jetzt das Ziel, oder jetzt habe ich die Seele erreicht oder mich mit Gott vereinigt, allein dieser Aspekt des Loslassens der Karma-Welt ist ja schon, ja, da passiert ja was. Also da verändert sich ja was in uns. Dass wir eben angenehme Dinge denen nicht mehr nachtrauern, wenn sie aufhören, wenn uns was Unangenehmes begegnet, deswegen nicht zu Tode betrübt sind, weil wir sagen, okay, das ist ja nicht alles. Wie eben der Vers sagte, ohne Weisheit keine Jhanas. Aber das ist ja schon automatisch dabei. Und wenn wir Jhanas eben als die richtigen Jhanas im richtigen Zusammenhang verstehen, dann sowieso. Ja, das ist ganz wichtig, diese Dimension zu kennen, dass es da noch was gibt, außerhalb der Sinneswelt sozusagen. Mhm. Ich habe da ganz erst mit meinem Vater drüber gesprochen, so, und er wusste gar nicht, dass es da noch was anderes gibt, also er hat es auch ehrlich zugegeben. Mhm. Und da habe ich gemerkt, in diese Barriere noch da ist, dann hat man vielleicht auch Angst, sich auf die Buddha-Lehre einzulassen, weil man denkt, das ist die große Lehre oder die Lehre mit Doppel-E, also die Nichtsheit, oder da ist nichts, was irgendwie Erfüllung bringt sozusagen. Also es ist eine Art von Erfüllung auch, die tieferen Meditationsstufen, ist eine Form von Zufriedenheit über Dhamm und Glück auch, was ja eine tiefe innere Erfüllung auch bringt. Ja. Ist ja auch eine Art von Wegzehrung, wie es Ajahn Chah-dama nennt. Also es ist ja sehr wichtig, das zu kennen. Sonst fehlt dann vielleicht auch die Kraft, aus der Sinneswelt rauszukommen letztendlich. Als das, was man ja überwinden will, irgendwo auch. Ja, und umgekehrt gibt ja viele Menschen, die sich eben in diesem Verzetteln in der Sinneswelt so stark identifizieren, dass sie allein die Vorstellung, dass es noch was anderes geben könnte, ist ja eine Bedrohung. Also ich kann mich an eine Krankenschwester erinnern, die ist richtig aggressiv geworden, wenn ich über Meditation was gesagt habe. Ach, dann sitzt du wohl in deinem Kämmerchen, schaust auf deinen Nabel und oh. Ich wusste ganz genau, dass sie eine ist, die also ihr ganzes Geld ausgegeben hat für Shopping. Ging gar nicht darum, irgendwas zu brauchen und dann zu kaufen, sondern es ging darum, Erfüllung in dem
sich Wünsche erfüllen zu finden. Also in dem Shopping Erfüllung zu finden. Und die Vorstellung, so Glück finden zu können, ist ja bedroht durch jemanden, der eine Alternative dazu hat. Und dann ist die richtig aggressiv geworden. Die Identifikation mit der Karma-Sphäre kann natürlich auch subtiler ablaufen, dass man jetzt nicht unbedingt Shopping geht, aber das macht ja jeder irgendwie. Also das ist eine echte Schwierigkeit, die man überwinden muss. Aber wenn man es hin und wieder schafft, dann wird diese Bindung lockerer und dann schafft man es auch immer öfter. Wird es leichter. Das hat auch, glaube ich, auch der Buddha von sich selber gesagt, oder erst als er sich das Wohl der Karmas voll erschlossen hatte, dann konnte er von den Sinndingen komplett loslassen. Vorher ist sein Geist da immer noch drumherum. Genau. Wir brauchen eine Alternative. Besser. Ja. Wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt meinetwegen ein Faktor eintrifft und aber andere noch fehlen? Ja, was machen wir, wenn einer der Faktoren fehlt? Es geht, wie ich mehrmals in dem Vortrag gesagt habe, nicht darum, irgendetwas zu bekommen, sondern wir müssen das, was im Weg steht, loslassen. Andererseits habe ich auch gesagt, dass Vitaka Vichara im Sinne der Jhanas auch zu entfalten ist. Ja. Aber das ist letztendlich eine Funktion der Sammlung, zum Meditationsobjekt hinzugehen. Viel geübt, zum Fahrzeug gemacht, ist da hier in der Lehrrede. Also viel üben ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Zum Fahrzeug machen, ja, mal drüber nachdenken, was könnte das bedeuten? Fahrzeug, wohin? Es transportiert uns irgendwo hin. Abgeschieden sein von unheilsamen Dingen, von den Sinneslüsten, von den Wünschen. Wunschlosigkeit. Was fehlt mir denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn da ständig im Weg? Warum bin ich mit meiner Meditation nicht zufrieden? Was wünsche ich mir denn? Ist vielleicht gerade dieses Wünschen das, was mir im Weg steht? Und wie Ajahn Chattamo gesagt hat, jetzt ist gut. Warum bin ich der Meinung, dass jetzt irgendetwas fehlt? Das sind so die kleinen Anschubser, die wir geben können. Sozusagen Gedanken, die Gedanken zur Ruhe bringen, die uns in eine bestimmte Richtung schauen lassen, so eine kleine Bewegung. Die Tendenz geht immer dahin, nein, wir versuchen jetzt mal die Wahrheit zu sehen. Das sind auch Gedanken, das ist eine Aktivität, das ist gerichtete Meditation, da gibt es auch eine Lehrrede, aber das wäre uns heute ein bisschen zu viel geworden, die auch noch auszupacken, wo wir praktisch Gedanken oder eine etwas aktivere Meditationsform anwenden, um wieder in die Jhanas zu kommen. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svākāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi.